Wir heißen Sie herzlich willkommen zum Länderspiel und sagen Ihnen alles, was Sie wissen müssen. Frank Buschmann und Manni Beugmann. Das war der Anpfiff. Die Begegnung läuft. Wir freuen uns auf 90 Minuten hoffentlich tollen Fußball. Gute Aktion vom Torwart, rechtzeitig rausgekommen. Schweinsteiger am Ball. Khedira. Das ist noch eine Solidarität und Liebe unter den Menschen. Sie helfen ihm. Klasse Zuspiel. Stark gemacht. Müller. Toll, wie er das macht. Und... aber er kann den Ball nicht festhalten. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Ja, so kann es weitergehen. Mit den Flankenbällen kommen sie bislang ganz gut zurecht. Valencia. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Mesut Özil jetzt. Prima angenommen. Ein wunderschönes Zuspiel. Super Pass, genau. Jetzt sieht er ab. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Das war zu ungenau. Davon hat der Verteidiger sofort profitiert. Und der kommt genau an. Schweinsteiger am Ball. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Ganz sicher hat er das gemacht. Peter attackiert. Lahm. Philipp Lahm. Und jetzt starten sie ihren Konter. Das lief ja ganz gut, aber jetzt ist die Kontermöglichkeit vorbei. Und die Partie ist unterbrochen. Handspiel. Und
Und der Ball geht deutlich drüber. Da freut sich der Trainer. Müller. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Philipp Lahm. Hummels. Die haben Gegenspieler. Da warten wieder spannende Zweikämpfe. Schweinsteiger am Ball. Die verstehen sich blind. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Und Achtung, der könnte passen. Die sah im Ansatz gut aus, die Flanke. Aber jetzt hat der Gegner die Kugel. Gut angenommen und behauptet. Und das macht er richtig gut. Geht er rein? Tor! Dafür liebe ich den Fußball. So ein fantastisches Tor. Aber diese Vorarbeit, da hat er den Blick für den freien Mann. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. So sieht ein Pass aus. Ja, sowas kann er normalerweise nicht durchgehen lassen. Das sieht gut aus. Jérôme Boateng. Gutes, schnelles Passspiel. Ja, das könnte was werden. Die Möglichkeit. Klasse, wie er das Problem gelöst hat. Da stand die Falke. Achtung! Jetzt! Der geht vorbei. Und das wird den Passgeber an dieser Stelle mit Sicherheit ärgern. Das war eine super Vorlage. Lahm. Mesut Özil jetzt. Jérôme Boateng. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Sicher in der Ballbehandlung. Oh! Und mit dem Kopf hat er es gemacht. Miro Klose kommt wie so oft im Strafraum zum Kopfball. Da ist er gefährlich. Es ist einfach nahezu unmöglich, ihn zu halten, wenn er einmal in der Luft ist, aufgrund seiner Kopfballstärke nicht mehr zu bremsen. Marco Reus. Der Pass versauert leider. Valencia. Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams in Durchgang 2. Die Zuschauer sind erwartungsfroh, die zweite Halbzeit läuft.
Schweinsteiger am Ball. Sie lassen den Ball richtig fein durch die eigenen Reihen laufen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Einwurf jetzt. Weiter Rangelei um den Ball. Ein sehr schöner Pass. Mit solchen Flanken kannst du keine Abwehr in Verlegenheit bringen. Ja, da kommt was auf uns zu. Valencia. Stark gemacht. Ja, so kann es. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ganz sicher. Klasse Keeperleistung. Alle Achtung. Schweinsteiger am Ball. Die verstehen sich blendend. Schweinsteiger am Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Sie haben eben viele technisch gute Leute. Das merkt man bei diesen Kombinationen. Sehr kompakte gegnerische Abwehr. Aber Lücken gibt es überall. Ein Traumpass. Guck mal hin. Das war etwas unkonzentriert. Vielleicht sind sie sich auch schon zu sicher. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Marco Reus. Und Achtung, genau hingeschaut. Sofort abgezogen und er ist drin. Sie kennen das mit den Pferden und mit der Apotheke. Aber dieser Vorsprung, der ist ja kaum zu verspielen. Und hier nochmal die Situation aus dem Lehrbuch. Genau da musste der Ball hin. Unhaltbar. Super. Und der kommt genau an. Das war die einzige Chance, die er hatte. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Genau auf den Keeper. Der geht ins Aus, ins Tor aus, keine Gefahr, nur Abstoß. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht, die Führung über die Zeit zu bringen. Da freut sich der Trainer. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Miro Klose. Mesut Özil jetzt. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Mesut Özil jetzt. Wunderbar herausgespielt. Toll, wie er das macht und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge.
Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Und das macht er richtig gut. Ein Pass wie aus dem Bilderbuch. Gefahr. Da kommt keiner mehr ran. Den hat er fest, den hat er sicher. Er hält den Ball fest, der Keeper. Khedira. So sieht ein Pass aus. Khedira. Torwart treibt seine Vorderleute an. Er will einen langen Ball spielen. Und wenn das noch was werden soll, dann müssen sie auf ihn hören. Das sieht gut aus. Oh! Das muss er pfeifen. Und das hat er gepfiffen. Und es gibt Elfmeter. Und hier ist exakt ausgerechnet die Statistik des Ballbesitzes. Das passiert nicht oft. Glänzend pariert dieser Elfmeter. Sensationell. Also eins ist auch mal klar, der Bursche wächst heute über sich hinaus. Es ist kein Wunder, dass er noch keinen Treffer kassiert hat. Irrsinn. Valencia. Sicher in der Ballbehandlung. Spielt sich her mit dem Kopf. Und weiter heißt es aufgepasst. Es muss einen Wurf geben. Flanke wie aus dem Lehrbuch. Oh, schade. Ein sehr schöner Pass. Auch dieser Ball von ihm kommt an. Jetzt fangt bloß nicht an zu diskutieren. Das war ein klarer Elfmeter. Das ist ein Elfmeterschütze. Kein Problem. Total souverän. Wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen. Denn der hat ja schon zwei Tore gemacht. Und noch einer obendrauf. Und gar nicht schlecht und damit noch deutlichere Führung. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Valencia. Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Das Endergebnis, eine klare Sprache, 3:0. Ein wunderbares Freundschaftsspiel, Buschi, aber irgendwo hört die Freundschaft auch auf. Ja, wenn man den Gegner so auseinander nimmt, dann darf man von einer Machtdemonstration sprechen. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.